So Leute, weiter geht's in Super Mario World. Im Forest of Illusion. Und wir machen einfach los. Mit dem ersten Level und dieser Triple Jump war gleich mal Fail. So, Feuerblume habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich behalte meine beiden Federn. Und da ich weiß, nur dass da oben eine Feuerblume drin war. Nein! Fast wäre die Feder runtergefallen, ey. Jetzt muss ich die Feuerblume natürlich holen. Das war jetzt einfach nur Fehl mal wieder. Aber gut. Was soll's. Wir machen. Mann! Auf jeden Fall haben wir unseren Yoshi. So, jetzt können wir hier eine One-Up bekommen. Aber müssen es eben so treffen. So, natürlich mal wieder. Leider haben wir es nicht bekommen. Ach so, können wir es leider auch nicht bekommen. Aber naja. Was soll's? Wir fressen einfach diese ganzen Wicklers hier auf. Ich sag mal, so heißen die. Und wir sichern uns eine zweite Feder. Juhu! Da kommen eben jetzt diese ganzen Gegner da raus. Aus den Blöcken. Bleib hier, Yoshi! Ach, fick dich. So. So, wir schaffen es auf jeden Fall, die Gegner da zu besiegen. Was gibt's hier noch? Ah, dieser geile Ballon. Ja, auf jeden Fall können wir mit dem Ballon hier fliegen. Das finde ich ziemlich witzig. Und mit dem können wir nämlich auch ins Ziel fliegen. Hey, one up. Soll ich scheiße. Hahaha, egal. Wir bekommen den One-Up noch. Aber auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit diesem Wasserlevel. Ich hasse Wasserlevel über alles. Das ist einfach nur gay. Mann. Komm schon! So gut wie möglich. Oder so geht's. Okay. Ich hasse sie. Diese Wasserlevel sind einfach nur Scheiße. Nein! So, jetzt setzen wir nochmal States. Ach, das war wieder Fail, Mann. Jetzt muss ich wieder warten, bis er weg ist. Alter! Oh,
Okay, so kann ich sie besiegen. Okay. Das ist natürlich auch nice. Ich habe jetzt leider keine Feuerblume, sonst könnte ich die ganz einfach bashen. Ich hoffe, der kommt nicht zu weit runter. Doch, kommt er. Ach, Mann. So, verpimmel dich mal, du. Hässlicher Fisch. Jetzt muss ich warten, bis er ganz unten ist und dann kann ich nach oben. Der war jetzt nicht für dich gedacht, Fisch. Oh, Feuerblume, komm. Yeah. Ja, Feuerblume ist hier deutlich nützlicher wie die Feder, aber die Viecher kann ich mit den Feuerblume. Nicht besiegen, und da war wieder dieser schlafende Fisch, der mal aufwacht, wenn man in seine Nähe kommt. Verpiss dich! Oh, jetzt muss ich wieder warten, Mann. Ich glaub's ja nicht. So. Danke, dass ich weiterkommen konnte. Gut. Oh Mann, stirb doch, Fisch. Verarsche. Jetzt warte ich, bis der Fisch kommt. Puh. So, jetzt können wir ja sogar zwei Typen auf einmal bashen und wir haben eine weitere Yoshi-Coin und unsere Zeit ist gerade mal wieder abgelaufen. Ach, Bull. Das ist doch alles Bullshit. So. Ja, da ist nur so ein dummer Pilz drin. Die bringt uns mal gar nichts. Was habe ich hier noch? Na, das hier sollte doch auch. Ah, hier ist sogar ein Secret. Secret Exits. Okay. Mit diesem Secret kämen wir zum blauen Schulterpalast. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So wenig Gegner zu münzen. Oh, naja, ist jetzt egal. Auf jeden Fall haben wir den blauen Schalterblast. Also das wäre, glaube ich, noch der rote und der grüne. Die hole ich später irgendwann mal. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt hole. Das Ziel ist natürlich, Bowser zu besiegen. Von diesem Let's Play, aber. Ja, jetzt werden die eben alle verteilt. Zu den Lücken. Und jetzt machen wir das Level natürlich noch mal normal. Also ja, ja. Hier zum Beispiel, wenn wir den grünen Schalterplatz hätten, dann wird dieses Ding ein grünes Ausrufezeichen sein. So. Ach man, kann diese ganzen nervigen Fische. Komm schon, komm schon. Nein. Mann. Muss ich nochmal alles machen? Ja, ich werde wahrscheinlich zwei Parts brauchen für diese nervige fünfte Welt. Denn die ist einfach nur nervig. Mann. Reck doch alle. Ja, scheiß Fische.
Und ich gehe einfach mal schnell hoch. Fisch verrückt. Nein! Ach komm. Ach, scheiße, Yoshi Coin. Oder doch nicht. Ja. So, wir haben beide Vereinmann besiegt. Den hätte ich jetzt natürlich wieder auflesen können und ihn für den auch benutzen. Aber das ist jetzt wurscht. So. Oh. Bitch. So, den Fisch haben wir besiegt. Nein, ich will keine zweite Feuerblume. What the fuck? Soll ich da bitte schön vorbeikommen? Oh Mann. Ja, bitch mir doch, du hässlicher Fisch. Ja. Geh, bin ich schon mal durch. Komm da runter. Komm, komm. Und tschüss. Da ist noch einer. So, und mein Bildschirm hat wieder Chance. Ich hasse das einfach. Raffe es nicht. Verpisst euch. Oh Mann. Wasserlevel sind doch. Oh, jetzt bin ich rausgekommen. Oh, das ist ein Freeze. Das kann natürlich auch sein. Irgendwie ist das ein Freeze oder ein Crash. Ich mache mal kurz Pause, bis ich das geklärt habe. So, kurz nachdem ich Pause gemacht habe, ging es scheinbar wieder. Und jetzt geht's auch wieder. Und es ist wieder zugegangen, aus irgendeinem Grund. Oh Mann. So, wieder 2 auf einmal gekillt. Wir haben wieder nur noch 100 Sekunden. Zeit, und das finde ich so beknackt. Diesmal gehen wir den normalen Weg. Denn wir wollen weiterkommen. Das ist auch gleich wieder unser so beliebter Footballspieler. Oh nein, nein! Ach man. Mich wieder hier, ich fass es doch nicht. Ich will weiterkommen. So, verpiss dich schön. Willst du mich verarschen? No. Geh schon hoch! Es geht mein Scheißding wieder nicht. So. Oh, irgendwie hat meine Herz das den Hänger. Oder einfach die ganze Scheiße. Dem Ding hat einen Hänger. Mann! Nein, es ist in der SNES-Version so. Ich habe es ein paar Mal schon angesprochen, glaube ich. Oder das zweite Mal ist jetzt, dass wir halt, wenn wir klein werden, ich meine, wenn wir getroffen werden, dass wir dann gleich direkt ganz klein werden und nicht erst Super Mario. Beim Moment sind wir Feuer Mario. Wenn wir groß sind, sind wir Super Mario.
Mann, das kann man doch gar nicht so schaffen. Na so. Und tschüss und danke. Und tschüss. Oh Mann, verreck doch. Ja, komm her, Feder. Komm her, komm her, komm her. Komm her, Feder. Komm schon. Schnell. Schneller. Oh, nein. Das kann ich nicht zulassen. Bitch. Alter, ich raff es nicht. So, tschüss und danke, Fische. Opfer, ey. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt kommen noch der zwei so dumme Fische und ein Footballspieler, aber die Zeit ist ab und wir haben es geschafft. Wir bekommen ein One-Up zusätzlich. So, 16 Minuten schon vorbei. Aber ist egal. So, es geht weiter. So, zum nächsten Level. Wir sagen Wattlevel. Ich mag Wattlevel. So, die Viecher explodieren. Wenn sie irgendwie berührt werden, brauchen sie erstmal eine Zeit lang, dann explodieren sie. So, geht's hier rein? Nein. Hier rein? Ja, hier geht's rein. Aber hier gibt's noch wieder One-Ups. Wow, es ist mal nicht 1, 2, 3. Hier ist es 1, 2, 3. Nein. Hier ist es 1, 2, 3. Und wir kommen wieder. Ein One-Up, beziehungsweise ein Leben. Manche wollen es versuchen und manche anders. Hier gibt es wieder so ein Ding. Wow. Das ist durchaus zu gebrauchen. Ist echt auch keins das erste. Das kann doch wohl nicht sein. Mann. War wieder Fail. Nein, das war die gleiche Röhre. In die geht's gar nicht rein. Ha, das war die Scheiße. Was ist hier drin? Yoshi! So, komm her, mein Freund. Können natürlich nochmal versuchen, One-Ups zu bekommen. Könnt das ewig so lang machen. Alter, hast mich doch jetzt verarscht, du Scheißdreck. Vergiss es, Mann! Spielverderber! So, nein! Ach, ich will doch keinen Scheißpilz! Fail! Aber jetzt kann ich auf jeden Fall versuchen, den Pilz nicht zu bekommen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier ein Secret Exit gibt, der auf direktem Wege zu Castle Nummer 5 führt. Und ihr seid entweder in dem Level oder im ersten Level. Oh Yoshi, jetzt bleib halt mal da! Mein Pilz! Ich will doch keinen behinderten Pilz, Alter. Yoshi! Jetzt komm! So. Nein, ich will das Ding nicht mal am Arsch machen. Oder wohl, eigentlich brauche ich es nicht. Ich hoffe, ich fuck das Ding aus. Ja. Kommen wir in keine Röhre rein. Deswegen weiß ich nicht. Wo ist jetzt,
Yoshi! Alter, kannst du es mal lassen, du behinderter Dino? Was kommt runter? Scheißdreck. So, auf jeden Fall haben wir die Hälfte. Ach, ich will keinen beknackten Pilz. So, wir haben die Hälfte. Ich versuche es nochmal zu schaffen, ohne diesen dämlichen Pilz zu bekommen. Oh Mann. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Und verpiss dich jetzt, Pilz. Jo, es gibt hier nichts. Irgendwo. Yoshi. Verarsch mich jetzt nicht. Los, komm, komm. Du behinderter Dino. Du sollst jetzt hier bleiben, Yoshi. Du bleibst jetzt auch hier. Du springst nämlich einfach drüber. So. Drecksviech. Und, ach man. So scheiße ich immer an so lähmen Sachen. Okay, hier geht's auch nicht rein. Ey, was soll die Scheiße? Wo ist dieser scheiß Secret? Na, bleib hier. Und wir haben nur noch 100 Sekunden. Schön und gut. Scheiß Yoshi-Coin. Scheiß drauf. Fußballspieler, scheiß drauf. Bleib doch hier. Pach, fick dich. Darf jetzt nicht wahr sein. Ah, doch, hier geht's rein. Sie haben einen Secret. Und zack, gehen wir jetzt hier rein. Wir müssen das Level eh nochmal normal abschließen. Ja, Leute, hier geht's direkt auf direktem Wege zu Castle Nummer 5. Aber ich mach die anderen Level auch nochmal. Deswegen. Let's go. Eigentlich könnte ich, wenn ich jetzt direkt zu Castle Nummer 5 gehen würde, könnte ich das Level sogar, könnte ich sogar die fünfte Welt direkt abschließen, diesen Part. Das machen wir aber nicht, das wäre lame. So, erstmal brauche ich noch ein zweites Item. Nimm doch dieses Scheißding. Bist du irgendwie dumm, Mario? Mann. Verarsch mich doch hier jetzt. So, auf jeden Fall sind wir groß. Oh, Pilz. Du bist doch echt so dumm. Oh Mann, danke. Dass ich wenigstens diesen dummen Pilz noch bekommen habe. Also habe ich nämlich gar nichts bekommen. Ja, genau. Das ist sicher Goomba. So, komm. Tschüss. Nein!
Ach Mann. Verarsch mich jetzt hier nicht. Okay, da ist nichts Interessantes drin. So, um diese Yoshi-Kern zu bekommen, müssen wir nur das machen. Nicht failen. Oh, ihr Bitches. Das ist doch hier überall nur so. Das ist doch hier überall nur so. Scheißmünzen drin, die kein Mensch gebrauchen kann. Ja, drei verfickte Footballspieler wieder, gell? Wo kann man nur ohne? So, hier ist der normale Ausgang, aber wir haben wirklich keine Feder, keine Vollblume und auch keine in Reserve. Mann, nee. So. Im nächsten Port werden wir uns dann zum Mr. Geisterhaus und danach in Castle Muffin folgen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.